Es gibt eine große Debatte darüber, welches Land den mächtigsten Panzer besitzt. T-84 Oplot M. Dieser ukrainische Kampfpanzer der neuen Generation wurde erstmals 2008 enthüllt. Der Panzer ist ausgestattet mit eingebauter Duplet-Explosivpanzerung, was eine Art der Panzerung ist, die mehrere Ebenen von Sprengstoff zusammengepresst zwischen Panzerplatten verwendet, wodurch ein hohes Schutzniveau gegen moderne panzerbrechende Munition gewährleistet wird. Duplet bietet zwischen 1,5 und 2,5 mal so hohen Schutz wie die weltbesten Gegenstücke wie das russische Kontakt 5 und Blazerpanzerung. Oplot 5 sind ausgestattet mit der Duplet-Explosivpanzerung vorne am Geschützturm und Rumpf und auch an jeder Seite des Rumpfs. Der Oplot M-Kampfpanzer ist bewaffnet mit einer 125 mm vollstabilisierten Glattrohrkanone, ausgestattet mit einem karussellartigen Autoloader, in dem 40 Runden an Munition im Rumpf gelagert sind. Der Panzer kann per Gewehr abgeschossene Reflex-Panzerabwehrflugkörper abfeuern. Dieser ukrainische Panzer verfügt über eine Hunter-Killer-Funktionalität. Der Kommandant nutzt Panoramasicht mit Wärmebildkameras, um nach Zielen zu suchen. Sobald das Ziel ausgewählt ist, wird die Kanone automatisch hier das Ziel angelegt und der Richtschütze vollendet den Ziel- und Feuerprozess. Während dieser Zeit sucht der Kommandant nach dem nächsten Ziel. Die Sekundärbewaffnung besteht aus einem koaxialen 7,62 mm Maschinengewehr und einem fernbedienten 12,7 mm Maschinengewehr, das auf dem Dach angebracht ist. Der Plot M wird von einem ukrainischen 6 TD2E turbogeladenen Dieselmotor mit 1200 PS angetrieben.